Deckel hier, Deckel dort, überall Deckel. Wolfgang Meier aus Salzgitter ist der Herr der Deckel. Mit ihnen lassen sich Impfungen gegen Polio finanzieren. 10 Millionen Flaschenverschlüsse hat er schon gesammelt. Das sind 21.000 Impfungen. Für ihn eine echte Herzensangelegenheit. Wie das immer so im Leben ist, das schwächste Glied in der Gesellschaft sind die Kinder. Und wenn man so einfach helfen kann, so einfach mit der Spende des Deckels, warum soll man das dann nicht machen? Hartpolyethylen, milliardenfach als Flaschenverschluss genutzt. Ein wertvoller Stoff, der vielfach weiterverarbeitet wird zu Dachrinnen oder Mülltonnen. Und mit dem Materialwert von 500 dieser Plastikdeckelchen lässt sich eine Impfung finanzieren. Unter Federführung des Rotary Club International werden so Kinder in Afghanistan, Pakistan und Nigeria geimpft. Das Thema ist, Polio ist eine Krankheit, die braucht den Menschen als Wirt. Und wenn sie sie ausrotten wollen, dann müssen sie sie insgesamt weltweit einmal ausrotten und damit einfach komplett durchimpfen. Und das ist das Ziel der Kampagne, die läuft ja seit mehr als 30 Jahren. Sehr erfolgreich und das sind die letzten drei Länder, wo es überhaupt noch neue Infektionen gibt. Insgesamt konnten nur dank der Deckelaktion bereits über 600.000 Kinder geimpft werden. Die Idee mit den kleinen runden Helfern kam Initiator Dennis Kissel mit Freunden bei einem Glas Bier in der Kneipe. Wir haben mittlerweile mehr als 900 Tonnen zusammenbekommen. Das entspricht einem Erlös von ungefähr 250.000, die wir im Laufe der Jahre jetzt seit 2015 erwirtschaften konnten. Über 23 Tonnen dieser 900 stammen aus Salzgitter von Wolfgang Meier. Einmal wöchentlich klappert er die Supermärkte in der Umgebung ab. Rund 4 Stunden braucht er dafür. Ich bin ein Typ, der sagt, wenn du was machst, dann mach es richtig. Natürlich kann man sich das einfach machen und sagen, ich sammle mal einmal irgendwo mal 20, 30, 50.000 Deckel. Und dann war es das. Aber die Nachhaltigkeit an der Stelle ist gefragt, weil diese Impfung, die muss permanent erfolgen. Doch zum Glück gibt es ja fleißige Sammler wie Wolfgang Meier, die dabei helfen, dass es schon bald kein Polio mehr geben könnte. Doch noch weiß der Herr der Deckel gar nicht, was er dann macht. Zu sehr ist er im Sammelfieber. Wenn ich das Revue passieren lasse, die 10 Millionen sind 3,4% der Gesamtsammlung in ganz Deutschland. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Nun ja, wer so fleißig Deckelchen für den Kampf gegen Polio sammelt, der hat es, wenn es denn dann mal kein Polio mehr gibt, sich auch verdient, einfach mal die Beine hochzulegen.